Sie bleibt stehen. Bleibt sie stehen? Ja, sie bleibt stehen. Sie nimmt die Hände hoch. Fein. Da bleiben nix du. Das war doch okay. Die Bohrenläufe. Gari ist einfach eine Frau, die du bisher noch nie in deinem Leben gesehen hast. Ah. Eine Unbeteiligte. Sie hat auch keine Waffen bei sich. Ja, stehen bleiben. Gut, dann ist Mav durch. Dann kommt die 20 mit Korim. Jetzt musst du an. 3, 2, 1. Ich bleibe da. Das ist kein Patzer, aber ich bleibe bei der Tür. Auf jeden Fall, mit dem Rücken zur Tür. Mit dem Rücken zur Tür. Möchte denn jemanden angreifen? Möchtest jemanden angreifen? Gut, dann kämpfst du immer noch auf... Ja, dann wahrscheinlich auf N, ne? Auf N, ja, immer noch. Ja. Fup. Ja, du kannst auf deiner linken Seite, siehst du immer noch, wie die Tavernenbesitzerin gegen die Stühle geknallt ist, eine große Platzwunde am Kopf, wie sie heult und... Du hast gerade eine unschuldige Frau angegriffen, die Tür aufgerissen hast, in diese Taverne reingestürzt bist. Niemand ist unschuldig. Aber fieser Mörder kriegt jetzt mal einen reingedrückt. Fieser Mörder kriegt dann einen gedrückt, alles klar. Hat seine Aktion schon verbraucht, das heißt, er kann nicht parieren. Plus 5. Plus 5, dann sind das 7 Schaden. Hat keine Rüstung, aber ja... Also, das ist keine Wunde, ist einfach nur Aua. Fieser Schnitt. Fieser Schnitt. Genau, stolpert auch ein bisschen zurück, aber schaut dich finster an. Freie Aktion von denen. Verschwindet von ihr. Ich hab noch eine freie Aktion. Ja, zieht euch am besten zurück. Ihr seht, was ich anrichten kann. Und dann gehe ich aus der Tür raus und mach die Tür zu. Koljev, du zitterst hin und her. Du bist unglaublich schnell. Ja, Koljev will jetzt sozusagen, der denkt sich, vorne hat alles im Griff. Ich hab alles im Griff. Und will hier mal gucken. Alles klar. Tür steht offen, und zwar beide. Die eine, da kannst du wohl Mev erkennen, wie er einen Pfeil aufgelegt hat. Die andere ist aufgebrochen. Keine Ahnung, was da passiert ist. Aus dem Fenster kannst du noch erkennen, wie da wohl irgendwie ein Wirt sich hinter dem Tisch verbarrikadiert hat und nichts tut. So, gut, alles klar. Dann bist du rumgerannt. Willst du noch irgendwas anderes tun? Nein, er verzweifelt gerade ein wenig. Alles klar. Wieglind, steht dir jetzt... würfel mal eine Alchemieprobe für deinen Molotow-Cocktail. Was? Alchemie? Oder kochen. Kannst du auch ableiten. Oh ja, dann lieber kochen. Ansonsten ist es einfach nur irgendein Ding, wo du eine Kerze in eine hochprozentige Flasche gesteckt hast, die in wenigen Sekunden explodiert. Kann ich hier Anweisungen zubrüllen? Nein, du weißt nicht, was sie also tut. Also irgendwie muss das so, glaube ich, und verdammt, ja, ich wende da noch Zeit für auf, um diesen Dings fertig zu machen. Ja, also du weißt nicht genau, was du tust. Du hast es mal gesehen, dass Elgor genau. Das gemacht hat. Damals in, wo war das? In Fazar. Oh, als er diese 5 Leute in Brand gesteckt hat. Aber genau so hat er es dir damals erklärt. Genau, und ich habe ja gesehen und aufgepasst und das muss doch irgendwie funktionieren und dann Kerze an das getränkte Tuch halten. Ja. Brennt das? Das brennt. Okay, dann schaue ich mich um, ob Korim da immer noch steht und denke, scheiße, der ist ja weg, den haben sie niedergeknüppelt. Und dann werfe ich dieses Ding in Richtung Pulk, der da steht. Das ist so krass. Okay. Korim so eine Feuerbestattung gönnt. Würfel mal W20, also einfach nur Fernkampfbasis. Oh. Jo, dann triffst du genau in die Mitte, wenn das dein Ziel ist, kannst du dir, also du kannst das Ziel auch korrigieren. Ansonsten? Ja, da irgendwie so rein, passt schon. Gut, alles klar, dann wirfst du die Flasche, alles wie in Zeitlupe. Du siehst, wie sie durch die Luft wirbelt, das Tuch bleibt hängen und dann zerspringt die Flasche, das Getränk, die Flüssigkeit breitet sich aus, greift um sich, weiteres Feuer, was da gefangen wird, dann kannst du es nur noch schreien hören. Alles wie in Zeitlupe, während du dich abdrückst, ja, du kannst auch sehen, wie ein kleiner Feuerball nach oben stiebt und an der Wand entlang um sich greift. Weitere schreien und dann riecht es widerlich. Du kennst diesen Geruch noch aus Fazar. Es riecht nach verbrannten Haaren und nach menschlichem warmen Fleisch. Okay, ich habe mich hinter den Tresen geduckt. Kurzen Augenblick Atem holen, 2-3 Herzschläge lang und dann... Und dann und dann... Und dann hier hinten wieder aus der Tür raus. Blub.
total heldenhafte Dinge. Elgor, dein ganzer Stolz, du kannst erkennen, das ist das, was du damals Wieglind beigebracht hast. Und auch Corim, der sich gerade aus der Tür zurückzieht. Ihr könnt sehen, wie jetzt menschliche Fackeln aus der Taverne herausstürmen. Ihr könnt sehen, wie ihre Haare angefangen haben zu brennen, wie sie wohl getränkt sind mit irgendeiner Flüssigkeit. Höchstwahrscheinlich bruchprozentiger Alkohol. Geht hier irgendwo ein Eimer rum? Nein, natürlich nicht. Ich glaube, wir sollten gehen, Corim. Lasst uns mal da hinten lang gehen. Die Menschen gehen nach draußen, immer noch ein bisschen Nebel, was hier der Jahreszeit geschuldet. Die Menschen wälzen sich, brennend wie sie sind, auf den nassen Stein herum. Es ist aber kein Wasser da, es ist kein wirkliche Regentonne oder sowas. Also der fiese Mörder läuft hier gerade, irgendjemand hat da wohl hinuriniert und er wälzt sich einfach in diesem Urin und in der Kotze, die da ist, einfach damit dieses Feuer ausgeht und die Leute sind gerade am Verzweifeln. Wie weit sind wir denn vom Fluss weg? Guckst dir auf der Karte an, also die 15 ist der edle Schiffe und ihr müsst dann am Lotsenhaus vorbei und am Effertempel. Ich hatte mal einen Lehrling, musst du wissen. Ich wünschte, der hätte mich auch nur ansatzweise so stolz gemacht. Was möchte Mev jetzt tun? Mev, du hast immer noch den Roswo neben dir liegen und Gari hebt gerade die Arme. Du hörst eine laute Explosion von drin und menschliches Gebrüll schreien. Ich gucke Gari, aber nimm ihn, wir gehen raus. Was? Nein. Doch, es brennt. Sie rennt einmal zurück und versteckt sich hier im Abort. Nee. Ist der bei Bewusstsein oder nicht? Der ist bei Bewusstsein. Der schaut dich an, hebt die Hände, soweit er es noch kann, in der anderen steckt sein Arm, steckt den Pfeil. Was hab ich was? Ich bin unschuldig. Denke ich an ihm vorbei. Los, raus hier. Ich gucke aber auch immer in den Schankraum. Ja, die Tür ist auch aufgesprungen. Du kannst ein paar Menschen sehen. Der einsame Garmin läuft gerade hier in diese Luke rein, versucht sich zu verstecken. Auch Einauge Alrik hat sich irgendwie unter die Bank geworfen. Die Stadtwache steht da mit aufgerissenen Augen, nimmt sich gerade den Kettenumhang weg und guckt durch die Tür. Ist auch ein bisschen zurückgewichen und die Tavernenbesitzerin liegt hier wohl gerade und brennt wohl auch ein bisschen oder schwelt. Hier gab es wohl eine riesige Explosion vor nicht allzu langer Zeit. Das hast du auch gehört. Die Magier, Mann. Hör mal, Corim, ich weiß, du machst das nicht gerne, aber wieso? Roswo schleppt sich raus aus der Tür. Sieht da dann Koljev, er hebt auch nur wieder den Arm und den einen, der ihm verblieben Koljev, ist. Der den Stab sozusagen abwehrend vor sich hält. Ruf, wusch, wusch. Tack, tack, tack. Dreimal hier im Kreis und dann. Wieglind ist auch rausgestürmt. Dann wieder hier hinritt. Da, du, was ist los? Ich glaube, Corim hat's erwischt. Koljev, was hast denn du getrunken? Du sollst doch nicht immer von diesem komischen Zeug da, was Elgor zusammenbraut, naschen. Und ja. Wir sollten gehen, ich will nicht noch einer Stadtwache erklären. Ja, wir gehen ja schon. Nicht schon wieder. Wir müssen halt gleich noch was erledigen. Ja, Mev kann dann auch aus dem Haus, gemeinsam mit Gari hier dann mit Pfeil und Bogen bedroht und so verabschieden sich die Helden von dieser Szene. Man, weiß ich nicht, wollt ihr Gari mitschleppen oder was wollt ihr mit der tun? Ich kann Gari nicht als Gari erkennen, als Koljev. Genau, das ist das Problem. Also es ist einfach eine Frau. Ja, wer bist du? Ist egal, jeder in dieser Taverne war natürlich kriminell und wir nehmen ihn mit. Alles klar, dann nehmt ihr Roswo und Gari mit. Und genau. Drückt euch in eine nächste Gasse hinein. Apropos nächste Gasse. Ich würde wortlos in eine dunkle Ecke gehen. Am besten weit weg, so bei Bäumen hier oder so, ein bisschen weiter weg. Elgor da auch relativ in Ruhe lassen. Wieso geht jetzt mein... Da, geht doch. Nicht weg. Und würde dann anfangen, meine Rüstung abzulegen. Und allgemein meine kompletten Klamotten bis auf die Hose. Okay, ihr könnt euch wieder sammeln, der Bewegungsmagier kann euch dann auf alle Fälle dann dirigieren und ihr lauft durch die Straßen und Gassen. Nach einiger Zeit könnt ihr auch hören, wie die Stadtgarde alarmiert durch eine riesige Explosion, so riesig war sie nicht, aber das Geschrei ist auf alle Fälle groß, dann anläuft und grob in die Richtung, in die sie auch gestern schon gerannt sind.
Ja, mit Gari, die Frau, die sie ihren Namen noch nicht genannt hat, eine sehr unschuldige Frau, die nur in einer Taverne saß, und mit Roswo, der einen Pfeil im Arm stecken hat, kommt ihr dann ja, in einer einsamen Gasse an. Kann Wiglin denn diesen Roswo wiedererkennen? Ich meine, der war ja gestern Abend mit Laris unterwegs. Das sollte gelingen. Gut, okay. Ah, also dann wird auf alle Fälle Wiglin sich um den kümmern, den sich packen. Und du kommst mit und auch zu Mev und zu Koljev sagen, wenn die rauskommen. Also der Seiner von gestern Abend, der kann uns weiterhelfen. Und so, ab durch die Gassen. Ja, genau. Mein Pfeil. Ja, wie gesagt, ihr steht jetzt in einer sehr dunklen Gasse. Neben euch zieht sich gerade Korim aus, die Rüstung, damit er nicht zu ihm... Nee, ich wäre alleine losgegangen, wenn mir keiner hinterhergelaufen wäre. Aber Elgor sammeln wir wieder ein, verstehe ich jetzt so richtig. Ja. Ach, das hatte ich ja. Ich habe Korim verloren. Der ist irgendwie in die Richtung und... Komm. Schnell, schnell, schnell. Weg, 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 bevor die Stadtwache... Ja, jetzt höre ich besser. Ich höre sie schon. Ja, und hier steht in einer dunklen Gasse, wie gesagt. Und fühlt mir selber... Okay, wen haben wir denn jetzt hier aufgegabelt? Hä, wo seid ihr jetzt gerade? Ach, da, Johnny, okay. Das hier ist einer von gestern. Den habe ich wiedererkannt. Der war mit diesem anderen da unterwegs. Warum seid ihr so brutal? Ich lade mal die Armbrust noch. Unauffällig. Das ist doch schön, dann kann der uns doch bestimmt was sagen, zum Beispiel wo der Bayev oder so ist. Bosjev und Gari suchen wir. Was habt ihr mit meinem Bruder gemacht? Bruder? Ach so, der sitzt im Knast, dem geht's gut, der erholt sich, der macht ein bisschen Ferienzeit. Den wirst du bald wiedersehen und Wiglin schüttelt den. Wenn du uns jetzt nicht erzählst, was das jetzt alles soll, gestern Abend das und überhaupt, was hast du hier zu schaffen? Wir wurden angeworben von ihr, er deutet auf die Frau. Was? Ich. Gari oder Bosir? Was? Ich heiße Gari. Ich bin nicht Gari. Gari ist die Auftraggeberin. Ah, schön, euch kennenzulernen. Ich kenne den Mann nicht. Ja, wir haben schon Geschichte gehört vor lauter Stadtwachen von anderen Leuten von euch. Kein Problem. Sie hat mich angeworben. Mit Bosjev zusammen. Sie hat mich angeworben, zusammen mit Bosjev, genau. Nein, du bist Auftraggeberin, wir schon wissen. Wiglin lässt mal Roswo los und schnappt sich jetzt Gari und schüttelt die aber ein bisschen weniger fest als Roswo. Na los, komm. Midian, sprech und erzähl die Wahrheit, sonst müssen wir ein bisschen grob werden. Laris und Roystu haben schon gesprochen, dass du Auftraggeberin bist. Also gut, nicht schießen, sie guckt auf die Armbrust. Wir suchen alte Artefakte der Theaterritter. Theaterritter? Warum? Wir wissen, dass sie wohl geopfert worden sind an Arneffert. Deswegen haben wir diese, also sie deutet auf Roswo, und noch ein paar andere angeworben. Und sie sollten uns Dinge bringen, aber das waren die Falschen. Wir wollten die letzte Opfergabe. Die letzte Opfergabe, die vor 700 Jahren hier geopfert wurde. Aber die Dinge, die sie uns gebracht haben, das waren die falschen. Die waren. Was sind denn die letzten Opfergaben? Das wissen wir selber nicht. Und dann schickt ihr. Dass die falschen sind, wenn ich weiß, was es ist. Und dann schickt ihr irgendwelche Deppen los, die euch irgendwas bringen sollen und in der Hoffnung, dass sie das Richtige bringen. Deswegen sollten sie uns alles bringen. Aber nicht mal das haben sie gekonnt. Was das Richtige ist, man klatscht dir nochmal eine. Also ja, zu lügen. Ich lüge nicht. Na, du kannst nicht sagen, wenn das Richtige ist, wenn du nicht weißt, was das Richtige ist. Willst du noch ein paar Klitsche? Nein, also. Wir suchen die letzte Opfergabe, die hier von der Seneschallin geopfert wurde, bevor sie ins Riesland gefahren ist. Aber du weißt ja nicht, was es ist, also... Und vor allen Dingen deswegen... Dass das Falsche ist. Niemand weiß, was es ist. Und deswegen müsst ihr einen Effa-Tempel bestehlen? Könnt ihr nicht hingehen und einfach fragen? Aber wenn niemand weiß, was es ist, woher wisst ihr dann, dass es das ist, wenn ihr es in der Hand haltet? Das wissen wir ja nicht, aber wir haben uns die Dinge, die sie uns gebracht haben, das Schild und das Schwert haben wir uns angesehen und Bosjev sagte, das ist viel zu jung. Aber da war nicht mehr. Genau, meine ich auch. Woran erkennt er das denn? Vermutlich wird das daran erkannt. 1500 bis 1700 bestätigt kommen. Nun, vermutlich wird es daran erkannt werden, dass die Gegenstände in Frage mindestens 700 Jahre alt sind. Was doch eine gewisse
naja, Unterschied Spanne im Vergleich zu den Dingern ist, die sie gestern geklaut haben. Genau. Das kundige Auge wird durchaus in der Lage sein, das grob einzuschätzen. Wer bist du denn überhaupt und was hast du gelernt? Ich bin eine Seglerin. Ich segel auf dem Fluss. Und was hat Borsiev gelernt und gemacht? Der ist auch ein Segler. So, ja, Menschenkenntnisprobe. Ja, das Wort Segler sagt ja, heißt es nicht Seefahrer? Seefahrerin? Ja, genau. Einfach mal eine Menschenkenntnisprobe. Die Frage kommt trotzdem, egal trotz meiner Antwort. Also trotz meiner möglichen Erkenntnisse oder Nicht-Erkenntnisse. Ja, gar kein Problem. Also eher Pirat. Sie nickt. Ja, genau. Eigentlich Seefahrerin. Ah, Pirat. Piraterie. Ja. Flusspirat. Wird man dafür nicht gehängt? Ja. Wir suchen die Artefakte der Theaterritter, die hier in Nersand geopfert wurden, bevor die See in der Schallen aufgebrochen ist. Wofür? Richtig, wofür? Braucht ihr die? Ich meine, nicht einfach so, um sie sich über den Kamin zu hängen. Das wäre ziemlich lächerlich. Und bestimmt nicht für euch. Nein. Ein bisschen genauer darf es schon sein. Wir arbeiten eigentlich für Mesko. Mesko Einhand. Der sitzt oben am Nagrach. Das ist ein Fluss. Am Nagrach, aha. Und der hat uns beauftragt, dass wir hier diese Artefakte beschaffen sollen. Also mich und Borsiev. Und wir haben die beauftragt. Eine Hand wäscht die Hand, andere wäscht die nächste. Aha. Aber... Und ich weiß nicht, was Miesko damit vorhat, aber ich weiß, dass er die Artefakte von der Seneschallin haben will. Und ich weiß nicht, was er damit vorhat, aber... Aber ihr seid euch sicher, dass die hier in Nersand im Effa-Tempel sind? Oder kann das in jedem Tempel sein? Nein, in Nersand. Das macht doch keinen Sinn. Ja, Nersand ist groß. Ja, am besten fragen wir diesen Borsiev doch mal selbst. Wo finden wir ihn denn? Das weiß ich nicht. Der ist ausgerastet, als er das Schwert und das Schild gesehen hat und nachdem gesagt hat, dass es falsch ist und nicht bezahlen wollte, also ihn, sie deutet auf Roswo, und ziemlich ungehalten war, dass das nicht geklappt hat und die anderen festgenommen wurde, ist er gegangen. Und ich glaube, er wollte in den Rondra-Tempel, um selbst irgendwie Nachforschung anzustellen oder so, aber ich glaube nicht, dass er da was findet. Ich denke, wir sollten keine Zeit verlieren, nicht wahr? Um in den Ronran-Tempel zu eilen. Wo ist Korin? Oder man den Effa-Tempel? Gute Frage. Keine Ahnung. Wie weit bin ich denn weg? Hört man das Gepeitsche noch? Also, du bist dahin gelaufen, wo du auf der Karte bist, und die anderen sind halt woanders und du weißt nicht, wo die sind. Ja, das weiß ich. Das ist mir klar. Aber die hören mein Gepeitsche nicht durch die Stadt. So klein ist die Stadt dann auch nicht, ne? Also, das hören die nicht, ne. Gut, dann ist das nicht mein Problem. Ich peitsche dann noch ein bisschen rum. Weiß ich nicht, vielleicht gehe ich dann in einer halben Stunde mal zum Effa-Tempel oder so. Vielleicht finde ich, die werde ich irgendwann mal wiederfinden. Das wird schon schief gehen. Boah, kennt sein. Jedenfalls, wir dürfen keine Zeit verlieren und sollten uns sofort zum Tempel aufmachen. Und Korin findet uns dann schon, denke ich mal. Aber cool. Was machen wir mit den beiden hier? Die bringen wir halt mitnehmen. Genau. Ja gut, dann... Los? Ab zur Stadtwache? Nein, zum Grondra-Tempel. Grondra-Tempel. Kommen wir da bei der Stadtwache vorbei oder hinterher? Aber ich denke Effa-Tempel. Nein, Borsiev wollte doch zum Grondra-Tempel, um da seine eigenen Nachforschungen anzustellen. Ja, aber wenn er Leute in den Effa-Tempel schickt, warum guckt er selber im Grondra-Tempel nach? Nee, er hat Leute in den Effa-Tempel geschickt und die Leute haben alles alte Zeug aus dem Effa-Tempel geklaut und ist zu ihm gebracht. Er kam dann darauf, dass das nicht das Zeug ist, was er sucht. Hat daraus wohl geschlussfolgert, dass das Zeug, was er sucht, nicht im Effa-Tempel zu finden ist und möchte nun im Rondra-Tempel weitere Nachforschungen anstellen. Und da können wir ihn nun stellen. Ah, ja, wobei er ist ausgerastet und ist dann in den Rondra-Tempel gerannt. Also das war in der Nacht, als ihr geschlafen habt. Nun, vielleicht hat man ihn dort ja gesehen. Es ist unsere beste Spur. Auf alle Fälle im Rondra-Tempel können wir können wir die hier auch abgeben? Die können wir da abtrempeln, ja. Nicht mit meinem Fall. Gut, dann nichts mehr los, nicht wahr? Er nimmt die beiden mit, ich nicht.
Wiglin, guck mal zu Mev. Traust du dir zu, sie unter Kontrolle zu halten? Und deutet auf Gary. Ich heb meinen Bogen hoch, ich schaff das schon. Gut, dann nehme ich ihn hier. Ja, gut, gut. Gut. Ja, und dann begeben wir uns so zügig wie möglich in Richtung des Rondra-Tempels. Okay. Immer fein vor mir hergehen. Ja, ihr fragt euch ein bisschen durch, weil ihr die Stadt nicht kennt und findet dann den Rondra-Tempel, der leicht ungewöhnlich ist. Eingefasst in eine Kriegerakademie. Und der die Türen an sich offen stehen. Man könnte da dann die im Inneren die trainierenden Akoluten erkennen, wie sie da sich bekämpfen gegenseitig. Aber der Rondra-Tempel wäre auch von der Außenseite zu erreichen. Über eine schmale Außentreppe könntet ihr dann nach oben in das Gebäude direkt reingehen, was ein bisschen ungewöhnlich ist, wo sich dann die Bethalle befindet und auch die Gemächer der Geweihten, die allerdings wohl auch gerade unten kämpfen gegen die anderen Akoluten. Ja, der eigentliche Tempelraum umfasst dann das gesamte erste Stockwerk und ist vollkommen leer. Es gibt keinen Altar und keine Bänke. Die Göttinnendienste hält die Schwertschwester inmitten der Gläubigen stehend ab. Was ihr erkennen könntet, ist, wenn ihr euch ein bisschen umschaut, dass es keine wirklichen Schätze gibt, außer Bleiglasfenster, die hier wenig Licht hineinlassen und das Ganze in so einen leichten rötlichen Schimmer tauchen, das Licht, was hier dann hineinfällt. Und ja, mit allerlei Szenen aus der Geschichte von Aventurien, sind darauf abgebildet auf diesem Tempelfenster. Ansonsten findet ihr niemanden, der euch zur Verfügung steht. Die werden alle drinnen. Ich folge den anderen und hab dir geschrieben, was ich noch mache. Ich habe ja den, wie hieß er? Gary Vossi, Roswo, irgendwie bei mir, beziehungsweise halt dem ja die Arme fest, also sprich, mein Schild auf dem Rücken, die ist gerade an der Seite und dem seine Hände, dass er selber laufen kann, auf dem Rücken festgehalten und schiebt den vor mir her. Mhm. Von dem Tempel her ist das aber schon Business as usual, also das ist jetzt keine Krisensitzung, dass alle auf dem Hof stehen und irgendeiner taktischen Strategie-Rede lauschen, sondern die trainieren da, laufen rum, ganz normal. Jein, du kannst tatsächlich beide Szenen erkennen. Und zwar zum einen Leute, die ganz normal trainieren und dann, wenn du aus dem Fenster hinausschaust, das wie gesagt sehr groß ist, direkt in der Mitte kannst du Rondra erkennen, drumherum 6 Bilder angeordnet von Geron dem Einhändigen und so Sachen, kannst du dann auch eine Krisensitzung erkennen. Da gibt es also wohl wirklich ein paar Rondra-Geweihte, die da abgekapselt von den anderen stehen und sich unterhalten. Ja, Wiglin deutet mal mit dem Kinde hin. Scheint, als wenn hier irgendwie was vorgefallen ist. Sollte der gute Bossjev doch hier eingestiegen sein oder irgendwas gefunden haben, irgendwas im Winter. Aber der schaut so leer aus. Was soll denn der hier mitgenommen haben? Ich glaube, ihr seid der Beste hier, um zu reden mit Leuten im Rondra-Tempel. Was, ich? Ja, ihr versteht doch den Kampf mehr als ich. Wo ist eigentlich Corim? Ja, finde ich auch. Wo ist eigentlich Corim? Also ich glaube, der kann da sich noch besser... Ah, scheiße, der ist bestimmt noch in der Taverne, oder? Ich wollte den doch befreien von seiner überzähligen Gegnerschaft da. Den hat bestimmt jetzt mit niedergebrannt. Er hat glücklicherweise vorher das Gebäude verlassen. Nun, wir haben keine Zeit zu verlieren, wir können nur nicht auf ihn warten. Also geht ihr am besten vor und fragt mal, wie es denn aussieht. Ja, die mögen keine Magier. Ich bleib mal mit Elgor hier, wir passen auf Roswo auf. Die mögen nämlich auch keine Armbrüste. Genau. Wir passen auf Armbrüste und auf Magie auf, dass es nicht den Rondra-Tempel und so, ne? Ja. Wiglin, du schaffst das. Rondra mit dir. Wenn der Ping von Sindus wieder okay ist, dann darf er auch gerne mitmachen. Ich glaube schon. Gut, dann kannst du mitgehen. Dann gehe ich mit. Ich lasse den Bogen aber auch draußen. Jo, wir passen auf Bogen auf, kein Thema. Ja, Wiglin schaut sehr dankbar zu mir rüber und stopft da mal los.
Ja, die Eliteschule der bornländischen Krieger ist in einer alten Burg untergebracht. Auf der einen Seite wart ihr schon, da wo der Rondra-Tempel untergebracht ist. Und ihr betretet jetzt durch die offenen Türen und die Toren die Rondra-gefällige und theaterritterliche Kriegerschule der bornischen Lande zu Nersand. Könnt ihr auch hier erkennen, in den Stein gemeißelt. Und vor euch dann mehrere kleine Alriks, die hier kämpfen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, exerzieren sie nicht, sondern da findet ihr, ja, ihr zählt kurz ab, vier Rondra-Geweihte, die sich hier unterhalten. Ihr werdet kurz aufgehalten, aber wenn ja, du dich als Kriegerin aus Torvald oder als Kämpferin aus Torvald zu erkennen gibst, wird man dich hier auch nicht hindern, dich umzuschauen. Mefford hat allerdings beäugt, dass es den Leuten hier dann nicht so sehr liebt, dass er hier herumschnüffelt, gerade mit einem niedrigen Stand, aber wenn du sagst, dass er zu dir gehört und dass du auf ihn aufpasst, dann dürft ihr auch zu den anderen vorgelassen werden. Ich schaue mal die Kämpfenden alle an ins Gesicht, ob ich eventuell oder ob mich jemand erkennen könnte von denen. Was meinst du damit? Ich komme aus dem Bornland. Ja, also hier gibt Ich es eine bin ganze Menge, eventuell. hier gibt es eine ganze Menge junge Leute. Kann zwar sein, dass du hier ein paar Verwandte mal hattest oder Bekannte, die hier mal trainiert haben, aber das sind alle sehr junge Leute und du bist schon ziemlich lange aus dem Bornland raus, also nee, die kennen da keinen. Das ist gut. Hast du das eben gelesen, Mev? Da stand auch irgendwas von Theaterrittern. Ich glaube, wenn wir irgendwas wissen wollen über diese Artefakte, dann hier. Bleibt die Frage, wo wir uns jetzt hinwenden. Sie schaut sich um. Ich glaube, da hinten diese komischen Jungspunde, die da mit den Trainingsschwertern üben, die sind die falschen. Da hinten, schau mal, da stehen so. Die schauen aus, als wenn sie sich ein bisschen besprechen. Vielleicht können wir da stören. Dann los. Wir kriegen fast sämtlichen Mut zusammen und stopft da mal hin. Bleibt in einigen Abstand kurz stehen, wartet halt, dass sie bemerkt wird, sie und Mev. Und wenn sich jemand zu denen hinwendet, verneigt sie sich kurz und meint dann Rondra zum Gruße und surfen ebenso. Darf ich kurz die Herrschaften ein paar Fragen stellen? Ja, vor euch steht eine junge Frau, eine Kriegerin, um die 30, lange geflochtene Haare, marschiert da mit ihren Händen auf dem Rücken eine Acht, während sie zu den anderen spricht, dreht sich dann um, bellt euch ein Rondra zum Gruß entgegen und kommt dann zu euch. Ich bin die Adjutantin Isiressa von Shoshko. Was kann ich für euch tun? Ich habe keine Zeit. Fasst euch Oh, kurz. verzeiht, verzeiht. Wir wollen nicht lange eurer Zeit stehlen. Nun, wir sind hier, um etwas in Erfahrung zu bringen. Und zwar sind wir einer Verbrechensspur auf den Fersen, sagt man das so. Jedenfalls, gestern Abend wurde im Effa-Tempel eingebrochen. Wir waren zufällig vor Ort und haben die Einbrecher stellen können und sind jetzt auf der Spur der Einbrecher. Denn es gibt da wohl noch ein paar Männer im Drahtzieher im Hintergrund. Und ja, uns kam zu Ohren, dass irgendwie einer dieser Drahtzieher hier in den Rondra-Tempel wollte und irgendwas in Erfahrung bringen wollte. Und sie schaut sich um, senkt die Stimme. Irgendwas über Theaterritter. Könnt ihr uns da irgendwie an jemanden verweisen oder uns helfen? Sie kneift die Augen zusammen, wendet sich zu den anderen, entschuldigt mich bitte. Und dreht sich dann wieder zu dir und Mev, folgt mir doch bitte in den Rondra-Tempel. Ja, und dann geht sie, wenn ihr denn folgt, mit euch, einmal auf der Außenseite entlang wieder in den Rondra-Tempel hinein. In der Zeit könnt ihr dann Elgor und Kolja wieder mitnehmen, wenn ihr wollt. Ja, Und kurz winken. mit einer Gassenwissenprobe erlaube ich auch, dass Korim sich halt rumgefragt hat und dann mit einer, ja, gesehen hat, wie vier andere Leute, deren Beschreibung du ja kennst, in Richtung Rondra-Tempel Ja, aufgebrochen sind. gut, dass ich kein Gassenwissen habe. Tja, dann machen wir eine Menschenkenntnisprobe. Um 500 Punkte erschwert wahrscheinlich. Ja, also ist halt nicht so klug, sich von den anderen zu trennen. Ne, in der fremden Stadt nicht, aber nicht. Genau, dann irrst du umher und triffst auf die Stadtwache. Bon. Hast du deine Rüstung wieder angelegt? Ja, hätte ich den wieder angelegt, ja. Okay. Halt! Im Namen Rondras, ihr seid festgenommen.